Jetzt bevor ich anfange zu reden, vielleicht noch der obligatorische, pathetische Einstieg. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank an das Bündnis, das sich nicht von dieser faschistischen Bedrohung hat kleinkriegen lassen. Die letzten Tage waren fürchterlich für mich. Man kriegt nicht so gerne eine Reihe Mord- und Vergewaltigungsandrohungen am Tag auf sämtlichen Kanälen. Es war schrecklich, ich konnte nicht schlafen, ich hatte Angst. Aber was viel stärkendes Gefühl war, einfach das Gefühl auch der erfahrenen Solidarität. Sowohl vom Bündnis als auch vom Café Magar, von meinen Genossinnen, von euch, die ihr hier sitzt. Und von allen, die mit mir gemeinsam kämpfen. Weil es kann nicht angehen, dass Burschenschaftler, dass Faschisten, dass Rechte, linke Vorträge bedrohen, antifaschistische Aufklärungsarbeit verhindern wollen und dass das irgendwie auch nur ansatzweise okay ist. Dass es schlimmer ist zu sagen, dass antifaschistische Gewalt notwendig ist, als dass Personen Gewalt gegen Linke, gegen AntifaschistInnen artikulieren und tatsächlich, dass ein Jörg Meuthen dazu aufruft, kommt her und stürmt den Vortrag von dieser Antifa-Fotze. Das ist Gewalt und gegen diese Gewalt müssen wir uns wehren. Und wir tun es. Und wir tun es, wie gesagt, auf allen Ebenen, mit allen Mitteln. Und eins dieser Mittel und eine dieser Ebene ist antifaschistische Bildungsarbeit. Deswegen bin ich heute hier. Und wie man auch merken wird, werde ich hier nicht zur Gewalt aufrufen, sondern einen hoffentlich nicht allzu langweiligen historischen und sozialpsychologischen Vortrag halten. Des Weiteren hoffe ich, dass dieser reibungslos ablaufen wird. Ich denke, wir geben uns da alle Mühe. Okay, ich fange an. Na, ja. So. Der Studiumsbeginn in einer neuen Stadt geht auch meist mit der leidigen Wohnungssuche einher. Sucht man dann im Internet auf gängigen Wohnungs- oder WG-Portalen, geschieht es schnell, dass man auf eine Anzeige wie die folgende stößt. Du bist neu in Frankfurt? Du fängst mit der besten Zeit des Lebens, sprich mit deinem Studium an. Du machst gerne Party. Du machst nicht nur Scheine, um später mehr Scheine zu machen. Du willst nicht nur studieren, sondern lieber Student sein. Du bist offen, vorurteilsfrei und magst Bier. Brent Kavanaugh mag auch Bier. Du blickst auch gerne über den Tellerrand hinaus. Du bist ein Kerl und willst es im Studio krachen lassen. Fußball und Dosenbier magst du genauso wie einen Smoking und Zigarren. Findest du, Traditionen sind wichtig, spannend und alles andere als überholt? Findest du, dass Tradition und Moderne kein Widerspruch sein müssen? Dann wirf einen Blick auf www.burschenschaft-arminia.de. PS. Wer keinen Spaß versteht, generell gegen alles ist oder urteilt, ohne etwas zu kennen, der ist bei uns falsch. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt in Caps Lock. Eigenes Denken und eigene Meinung sind erwünscht. Ja. Klingt dies auf den ersten Blick für einen jungen, wohnungssuchenden Mann, denn explizit nach diesem wird gefragt, doch recht vielversprechend, so entpuppt sich diese Anzeige als die der schlagenden und farbentragenden Studentenverbindung Arminia, die weit davon entfernt ist, selbstlos Zimmer anzubieten. Denn sobald man erstmal ein paar Wochen in den Räumlichkeiten der Schmucken in Frankfurt-Sachsenhausen gelegenen Villa verbracht hat, gilt es, Teil der Burschenschaft zu werden. Erst als Fuchs, als der man geteilt, also angeworben wurde, später als Bursche, um anschließend als alter Herr das Studium zu verlassen, aber nach wie vor anhand des Lebensgrundprinzips weiterhin der Verbindung treu zu bleiben und den Nachwuchs tatkräftig zu fördern. Und so Teil einer deutschlandweiten wirtschaftlichen, sich gegenseitig zur Unterstützung verpflichteten Elite zu werden. Naja, das klingt jetzt erstmal nicht so allzu kritikwürdig. Doch wieso werden dann permanent die Schaukästen der Verbindungen mit Antifa-Aufklebern vollgeklebt, die Kappen der im Wichs durch die Stadt marschierenden Farbentragenden entwendet und jedes Jahr von einer Gruppe GegendemonstrantInnen nach Eisenach marschiert, um gegen den dort jährlich stattfindenden Burschentag zu protestieren? Weil die Korps, Turnerschaften, Sängerschaften, Landsmannschaften und Studentenverbindungen weit mehr sind als ein Zusammenschluss von Männern, die sich gegenseitig wirtschaftlich und sozial unterstützen.
und eine Geschichte mit sich tragen, die eng mit aggressiver Frauenfeindlichkeit, militantem Antikommunismus und antisemitischen Pogromen verknüpft ist und bis heute kaum reflektiert und aufgearbeitet wurde, zumindest von den Burschenschaften selbst. Gerade was die Konstitution des deutschen Männlichkeitsbildes angeht, spielen Studentenverbindungen eine entscheidende Rolle. Das Konstrukt des deutschen Mannes als gesellschaftlichen Ideal kann nicht ohne das Konstrukt des anderen gedacht werden. Des jüdischen einerseits, des weiblichen andererseits. Des Weiteren existiert noch das rassistisch konnotierte andere im Schwarzen. Dieser wird, anders als sowohl der Deutsche als auch der Jude, nicht als Geist, sondern als triebhafter Körpermensch konstruiert, dessen hyperpotente und unkontrollierte Sexualität erst durch weiße Herrschaft im Zaum gehalten werden kann. Hier soll es jedoch spezifisch um einen sexualisierten Antisemitismus gehen. So wurde der Jude als Antipode zum soldatischen deutschen Mann als Feindbild konstituiert. Ich werde im Folgenden nicht nur die Geschichte der Studentenverbindung erläutern, sondern auch, inwiefern es eine Verbindung von Sexismus und Antisemitismus innerhalb der deutschen Ideologie gibt und wie diese von Burschenschaften reproduziert wurde und wird, um anschließend das Konzept des sexualisierten Antisemitismus zu analysieren, also der diskursiven Einschreibung sowohl des nicht-arischen als auch des nicht-männlichen in den als jüdisch wahrgenommenen Leib. Dazwischen machen wir einen kleinen Diskurs in Klaus Thebelers Männerfantasien, in dem er sich akribisch mit dem Konstrukt der deutschen soldatischen Männlichkeit, dem Männerbund und dem der ganzen Sache innewohnenden Frauenhass befasst hat und dessen Lektüre integraler Bestandteil einer jeden kritischen Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von deutschem Nationalismus und Männlichkeit sein sollte. Abschließend werde ich darlegen, wieso Studentenverbindungen, wenn sie auch nicht mehr offen den Antisemitismus in ihren Schriften propagieren, nach wie vor Träger einer regressiven Ideologie sind. Es geht mir weniger darum, die Feinheiten des Verbindungsalltags aufzuzeigen, weswegen ich kein sonderlich großes Augenmerk auf beispielsweise die Unterschiede zwischen den Dachverbänden und deren Entstehungsgeschichte legen werde. Vielmehr geht es mir darum, darzulegen, inwieweit der Verbindungsstudent als Paradebeispiel dessen gelten kann, was ich als deutschen Mann bezeichne, dessen Eigenheiten ich im Laufe des Vortrags analysieren werde und inwieweit der Antisemitismus als elementarer Bestandteil der Konstitution des Bildes deutscher Männlichkeit fungiert. Na, trotz allem zum Verständnis noch eine rasche Begriffserklärung. Studentenverbindungen sind ein Oberbegriff. Darunter versammeln sich Korps, Turnverbindungen, katholische Verbindungen, Landsmannschaften, Burschenschaften oder einzelne Damenverbindungen. Sie sind zusammengeschlossen in knapp 30 Dachverbänden und unterscheiden sich danach, ob sie Farben tragen sind oder nicht schlagen, ob sie nur Männer aufnehmen, nur Katholiken oder nur Deutsche und so weiter. Im Unterschied zu Korps, die auch Farben tragen und schlagen sind, sind Burschenschaften allerdings explizit politisch und mit politisch meine ich reaktionär. So, kurze Geschichte der Studentenverbindung. Es folgt der historische Teil. Gut für Historien-Nerds, langweilig für alle anderen. Naja, ich hoffe, dass es nicht allzu langweilig wird. Schon weit vor der Gründung der Jenaer Urburschenschaft im Jahre 1815 existierte die Idee des studentischen Männerbundes. Beispielsweise die sogenannten Symposien der Universitäten der Antike, die mittelalterlichen Nationes und Kollegien oder auch die als Bursen bezeichneten Studentenwohnheime, in denen sich der Großteil des außeruniversitären Lebens der Studierenden abspielte und von dem Namen her sich der heute verwendete Begriff des Burschen ableitet. In nachfolgenden Jahren organisierte man den Alltag, das Studium und den Erhalt von Kontakten in Landsmannschaften, in welchen erstmals das Prinzip des Fuchses eingeführt wurde, oder die an den Freimaurerlogen orientierten Studentenorden, die für den Gedanken des Lebensgrundprinzips in den heutigen Verbindungen verantwortlich gemacht werden können, gegen die jedoch 1793 ein Verbot ausgesprochen wurde. Auch wenn die Vorläuferorganisationen aufgrund der Tatsache, dass Universitäten bis auf ganz wenige Ausnahmen rein männliche Institutionen waren, es nicht nötig hatten, explizit als Männerbünde sich zu begreifen, so wurde doch schon bestimmte Formen der Männlichkeit dort produziert und zelebriert. Das spezifisch männliche Verhalten der Mitglieder wurde beispielsweise durch den sogenannten Komment bestimmt, welchem die, Zitat, Bedeutung einer Standesordnung und eines Gesetzbuches für das gesamte studentische Leben innewohnte. Hier kommt das Zitat. Der Komment regelte bis zum
sind zum Teil bis heute den Umgang der Kooperationsstudenten untereinander, etwa die Modalitäten der Duelle und Mensuren, die Kommerse, Trinksitten und anderes Brauchtum, das Verhalten gegenüber Frauen sowie die Lösung von Konflikten. Genau. Maßgeblicher Einfluss für die entstehenden Verbindungen und auch des romantisierten Bildes des deutschen Mannes als Kämpfer und gerade Soldaten für das Vaterland stellte der Turnvater Friedrich Ludwig Jander, welcher in seinen Turnerschaften schon seit geraumer Zeit eine männerbündische Elitekultur propagierte und 1810 an der Gründung des Deutschen Bundes, einer selbstverständlich rein männlich besetzten intellektuellen Elite, beteiligt war. Auch spielte Jan, der selbst ein ausgesprochener Misogyn war und die Frau an sich einerseits als Zersetzende, also da halt auch, sollte man den antisemitische Konnotation des Wortes betrachten, als zersetzende Bedrohung, andererseits als den Mann in jeder Hinsicht unterlegen betrachtete, bei der Etablierung des Geschlechterbildes eine entscheidende Rolle. Der Mann besaß zwar seine naturgegebenen Fähigkeiten, das Monopol auf Politik oder Wissenschaft, der kompletten öffentlichen Sphäre also, während die Frau in die reproduktive Sphäre verdammt wurde. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielten die antifranzösischen Proteste gegen das napoleonische Regime und den in den besetzten Gebieten etablierten Code Napoleon als antifeudales bürgerliches Gesetzbuch. Die Anzahl an Freiwilligen in den antinapoleonischen Befreiungskriegen war keiner Bevölkerungsgruppe so hoch wie unter den Studenten. Denn gerade die Wehrhaftigkeit gegen den Feind der Nation stellte, wie ich noch ausführen werde, einen grundsätzlichen Bestandteil des Idealbildes des deutschen Mannes dar. Passt das so von der Geschwindigkeit? Also, okay. Keine Ahnung, gegen den Umständen entsprechend bin ich ein bisschen nervös. Ich hoffe, das merkt man mir nicht an und falls doch, verzeiht es. Die Gründung der Jenaer Urburschenschaft erfolgte am 12. Juni 1815 im Zuge der territorialen Neuordnung Europas und dem Wiederkongress nach der französischen Niederlage. Schon in der Verfassung der Urburschenschaft wurde durch das Postulieren eines deutschen Volkes eine auf Blut und Boden begründete Idee von Deutschtum propagiert, der rassisch bedingte Exklusion immanent ist. Zitat: Erhoben von dem Gedanken an ein gemeinsames Vaterland, durchdrungen von der heiligen Pflicht, die jedem Deutschen obliegt, auf Belebung deutscher Art und deutschen Sinnes hinzuwirken, hierdurch deutsche Kraft und Zucht zu erwecken, mithin die vorige Ehre und Herrlichkeit unseres Volkes wieder fest zu gründen und es so für immer gegen die schrecklichste aller Gefahren, gegen fremde Unterjochung und Despotenzwang, also in dem Fall der französischen, zu schützen, ist ein Teil der Studierenden in Jena zusammengetreten und hat sich bewegt, eine Verbindung unter dem Namen der Burschenschaft zu gründen. Wow, wenn ich bei jedem Mal, dass das Wort Deutsch gefallen wäre, einen Schott getrunken hätte, wäre ich jetzt betrunken. Als Farben wählte die Burschenschaft Schwarz, Rot und Gold, welche heute noch als Farben der deutschen Nation getragen werden. Die Fahne der Jena Urburschenschaft war übrigens mit einem Eichenzweig bestickt und mit zwei an Kordeln befestigten goldenen Eicheln verziert. Ob eine Assoziation mit dem männlichen Geschlecht bewusst intendiert war oder auch ein Ausdruck von unbewussten Wünschen und Verlangen, bleibt Gegenstand der Spekulation, aber so ein Aufkleber Fahnezweige hängen dran, das, also es ist doch arg auffällig falsch. Zugutehalten ist der Studentenverbindung und den sich rasch in ganz Deutschland etablierenden Nachfolgeorganisationen trotz aller Kritik, also man kann ja nicht sagen, dass ich nur gegen Studentenverbindungen hetze, hier kommen auch so ein paar positive Punkte. Zugutehalten ist der Studentenverbindung und den sich rasch in ganz Deutschland etablierenden Nachfolgeorganisationen trotz aller Kritik die Tatsache, dass sowohl die finanzielle Herkunft, also Herkunft generell der Mitglieder an Bedeutung verlor, als auch das demokratische Stimmrecht, welche zu elementaren Bestandteilen der Idee einer unabhängigen deutschen Republik geworden sind. Doch rasch wurden die republikanischen Werte zugunsten einer Verteidigung von Aristokratie oder Monarchie aufgehoben und die liberalen Verbindungen kapitulierten vor der reaktionären Übermacht, was sich beispielsweise an der Adaption von öffentlichen Farbentragen oder den Mensurfechten deutlich zeigt. Wie jedoch aus dem Auszug deutlich zu erkennen ist, so ist die eingeforderte Freiheit nur für Mitglieder des deutschen Volkes gültig und wird von deutschen Männern eingefordert. Hier. Besonders, also wir kommen von der Jena Urburschenschaft zum Kaiserreich.
Besonders deutlich zeigte sich dies Einfordern am 18. Oktober des Jahres 1817, des Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig, als sich 366 Studenten beim Wartburgfest zusammentrafen, um allen Undeutschen den Kampf anzusagen. Dies mündete in der öffentlichen Verbrennung alles als undeutsch eingestuften, unter anderem Bücher von jenen Männern und ein paar Frauen, die eine Gefahr darstellten für die Idee der aufrechten deutschen Nation, geeint von Blut und Boden. Das Ganze wiederholte sich ebenfalls von rechten deutschen Studenten initiiert, über 100 Jahre später, nämlich 1933. Mit alten Traditionen bricht man schließlich nicht gerne. Verbrannt wurde auch das Werk Germanomanie des jüdischen Schriftstellers und Kritikers Saul Aschoff, das mit den Worten »Wehe über die Juden, so da festhalten an ihrem Judentum und wollen über unser Volkstum schmähen und spotten« den Flammen übergeben. Schon hier zeigt sich der glühende, dem, wie bereits dargelegt, der deutschen Ideologie inhärente Antisemitismus der Studentenverbindungen. Weiteres Beispiel dafür ist das Zitieren von Martin Luther, den ich, da gehe ich später noch drauf ein, als einen der Begründer des modernen Antisemitismus begreife, in den Reden auf der Reden des Wartburgfestes. Des Weiteren manifestierte sich der Antisemitismus der Deutschen bei den Hep-Hep-Unruhen 1819 europaweiten antisemitischen Krawallen, bei denen die jüdische Bevölkerung monatelang von deutschen Handwerkern, Händlern und auch Studenten verfolgt, verletzt und auch ermordet wurde. Doch nicht alle Burschenschaften begriffen sich als judenfeindliche Schlägertrupps, wie das Hambacher Fest beweist. 20.000 Demokraten traten dort für Demokratie und nationale Souveränität ein, darunter auch Vertreter liberal-demokratischer Studentenverbindungen. Nichtsdestotrotz wurde im selben Jahr noch mit der sogenannten Demagogenverfolgung ein Strafkatalog gegen politisches Engagement von Studierenden erlassen, welcher die meisten Verbindungen in unpolitische und damit meine reaktionäre Brauchtumspflege zurückfiel. Die noch aktiven progressiven Kräfte unter den Studentenverbindungen, wie die sogenannten Progressisten, akzeptierten ihre Niederlage vor der Reaktion spätestens nach dem Scheitern der Revolution 1848 und überließen das Feld denjenigen, welche die Mensur oder das Farbentragen als Pflichtprogramm durchgesetzt hatten. Und was den Antisemitismus angeht, im 1879 an den Universitäten entbrannten Treitschke-Streit wurde heftig darüber debattiert, ob assimilierte Jüdinnen und Juden überhaupt Teil des deutschen Volkes sein könnten, was von den Verbindungen vehement verneint wurde. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde jüdischen Studenten der Zugang zu Verbindungen massiv verwehrt, bis 1895 kein einziger mehr innerhalb der deutschen Burschenschaften vertreten war. Also es gibt auch jüdische Studentenverbindungen, aber die fallen halt nicht unter die traditionelle deutsche Burschenschaft und demzufolge werde ich sicher auch nicht thematisiert. Wenn da jemand mehr darüber weiß, fände ich super, wenn das in der Diskussion erwähnt würde. Der Elitegedanke, die strengen Disziplinarmaßnahmen und aufrechte Liebe zum militärisch geprägten Männerbund flochten ein produktives Band zwischen den Burschenschaften und dem preußischen Kaiserreich. Ein Student, der sich von der Masse abheben und in diese ausschließlich von Männern gebildete Elite aufsteigen wollte, musste entweder Reserveoffizier oder Mitglied einer schlagenden Verbindung sein. Im Idealfall war er beides. Und gerade hieran merkt man meiner Ansicht nach sehr gut die enge Verflechtung von Universität, Militär und Elite des Kaiserreiches. Auch ähnelte das Leben in einem Verbindungshaus sehr den Kasernenalltag. Die postulierten Werte um Nation, Volk und Vaterland waren die gleichen, genauso wie der wahlweise als Jude, Sozialdemokrat oder Franzose identifizierte Feind. Besonders gut wird die in der Kaiserzeit herrschende Ideologie in Heinrich Manns Werk Der Untertan dargelegt, in welchem das Leben des Diederich Hässling beschrieben wird, dem Paradebeispiel des autoritären Charakters, welcher nach Jahren der Unterdrückung seiner ich-schwachen Person durch das Eintreten in eine Burschenschaft endlich die Stärke des Kollektivs erfährt. Ich finde es auch an dem Buch super spannend, dass eben Mann den autoritären Charakter so 30, 40 Jahre vor Reich, Fromm oder Adorno literarisch so brillant aufarbeitet. Wer das Buch nicht gelesen hat, read it. Es ist brilliant. So, hier ein Auszug. Diederich Hässling fühlte sich wohlig geborgen in dem Halbdunkel des niedrigen altdeutschen Lokals, mit den Mützen an der Wand, angesichts des Kranzes geöffneter Münder, die alle dasselbe tranken und sangen, bei dem Geruch des Bieres und der Körper, die es in der Wärme wieder ausschwitzten. Ihm war, wenn es spät war, als schwitzte er mit ihnen allen aus demselben Körper. Er war untergegangen in der Korporation, die für ihn dachte und wollte. Und er war ein Mann,
Mann durfte sich selbst hochachten und hatte eine Ehre, weil er dazugehörte. Ihn herausreißen, ihm einzeln etwas anhaben, das konnte keiner. So, wir gehen weiter in die Weimarer Republik. Mit dem Unterdrücken des eigenen Ich und dem Einordnen in ein übergeordnetes Kollektiv ist es auch kein Wunder, dass sich die Verbindungsstudenten begeistert für die Idee des nationalsozialistischen Führerstaates einsetzten und massiv die kommunistischen Bewegungen der Weimarer Republik bekämpften. Als Gegenbild zur Demokratie der 20er Jahre und vor allem gegen das kosmopolitische Berlin, das auf dem Vulkan der Rezession tanzte, wurde in Anlehnung an die reaktionären Utopien eines Ernst Jünger umso stärker die notwendige Einheit von Volk und Nation beschworen und romantisch mystifiziert. Auf dem Burschentag 1932 fand ein demonstratives Bekenntnis zum Nationalsozialismus statt. Die Deutsche Burschenschaft ist ein nationalsozialistischer akademischer Bund. Zwar wurden die meisten Studentenverbindungen aufgelöst, da sie sich nicht dem NS-Dachverband Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund unterordnen wollten, was auch von Burschenschaften heute partiell genutzt wird, um sich als Verfolgte des Nationalsozialismus zu inszenieren. Ja, jedoch wurde der deutsche Faschismus an sich bejaht, wie beispielsweise das Verlangen eines Arier-Nachweises zur Aufnahme die Häuser zeigt. Wurde schon 1923 den Putschisten um Hitler in München begeistert zugejubelt, so wurde auch der Führerstaat ähnlich euphorisch aufgenommen. Endlich wurden die schon seit gut 100 Jahren postulierten Gedanken der Elite des deutschen Volkes zum Staatsprogramm erhoben. So, wir kommen in die BRD. Im Rahmen der Entnazifizierung wurden Studentenverbindungen 1945 verboten. Dieses wurde jedoch lediglich 5 Jahre später aufgehoben. Also die Re-Education der Deutschen hätte, wie ich immer sage, um einiges gründlicher durchgeführt werden sollen. Kritik an der eigenen Rolle des Nationalsozialismus oder auch der Beitrag zum Erstarken eines Antisemitismus in Deutschland wurde nicht reflektiert. Vielmehr wurden die deutschen Studenten ebenfalls als Opfer einer kleinen Clique Wahnsinniger dargestellt, die ihr Leben im Weltkrieg lassen mussten. Ich hab letztens unsere Mutter, unsere Väter gesehen. Letztens war die vor einem halben Jahr, ich habe eine Arbeit drüber geschrieben. Wow. Analysiert das mal mit Klaus Thiemelei, das ist ein Schmankerl. Stellenweise wurde der Nationalsozialismus auch unverhohlen verteidigt, wie in diesem Kommentar eines Mitgliedes der Marburger Burschenschaft Germania aus dem Jahre 1957. Zitat: Ich bin durchaus der Meinung, dass die nationalsozialistischen Konzentrationslager als politische Maßnahme am Platze waren. Ich akzeptiere die nationalsozialistischen Maßnahmen, weil sie dem heißen Versuch der damaligen Führung entsprachen, des deutschen Volkes Einigkeit und Recht auf Freiheit zurückzugewinnen. Von wem? Von den Juden natürlich, die die armen Deutschen unterdrückt haben. Also an diesem Satz also manifestiert sich halt schon so super krass das Fortleben von antisemitischem Denken in deutschen Studentenverbindungen nach 1945. War das Mensurfechten anfangs noch unter Strafe gestellt, wurde es dann Anfang der 50er Jahre jedoch wieder gestattet, nachdem mehrere Verbindungsstudenten ihr Recht darauf, sich gegenseitig die Fresse aufzuschneiden, vehement eingeklagt hatten. Einen harten Schlag, und zwar nicht von einem Degen, erlitten die Verbindungen, die durchaus als Teil des unter den Talan steckenden Muffs von 1000 Jahren gelten konnten, im Rahmen der 68er-Revolte. Als linke Studierende die Elterngeneration für ihre Teilnahme an den Grauen des Nationalsozialismus in Verantwortung ziehen wollten, wurde natürlich auch die Rolle der Universitäten während der Nazizeit angegriffen und mit ihr die Teilhabe der Studentenverbindungen. Ehemalige Burschenschaftler stellten zu diesem Zeitpunkt übrigens einen Anteil von 15% im Deutschen Bundestag. Durch die Gründung von meist autonomen Frauen, Lesben, AusländerInnen und Schwulenreferaten erhielten die Verbindungen handlungskräftige FeindInnen, die sich auch mit ihrer Kritik einerseits, der Aufklärungsarbeit andererseits nicht zurückhielten. Der Anteil an Korporierten sank unaufhörlich. Erst die Wende und mit ihr das Erstarken eines neuen deutschen Nationalismus brachte den Verbindungen neues Selbstbewusstsein, da die von ihnen vertretenen Traditionen mit einem Mal wieder als salonfähig galten. Viel hat sich daran in einem Land, in dem man endlich wieder stolz auf Deutschland sein kann und den Schlussstrich gezogen hat, bis heute nicht geändert. Gedacht werden kann die Konstitution einer Studentenverbindung, wie schon ansatzweise dargelegt, nicht ohne das Bild des deutschen Mannes. Im Folgenden werde ich ausarbeiten, inwiefern eben dieses Bild des deutschen Mannes ein Spezifikum der deutschen Nation ist und auch nur im Zusammenhang mit dieser gedacht werden kann und auch inwieweit sich Nation und Geschlecht gegenseitig bedingen.
Und da man in meinen Augen und in denen von Geschichte und Gegenwart, sobald man von Deutschland spricht, auch von Antisemitismus sprechen muss, werde ich im zweiten Teil des Vortrages, das Verhältnis von Judenhass und Geschlecht in Deutschland darlegen, um letztlich zu analysieren, inwiefern der Antisemitismus elementarer Bestandteil der Konstitution des Selbstbildes eines deutschen Mannes ist und dies dann am Beispiel der Studentenverbindung exemplarisch darlegen. So, nach dem historischen Teil, wo wir jetzt alle kurz tief Luft trinken, einen Schluck Wasser. Und bereiten uns jetzt auf ein bisschen Antisemitismus-Theorie vor. So, Antisemitismus, was gesagt werden muss. Wer von Deutschland spricht, darf von Antisemitismus nicht schweigen. Die Ideologie dieser Nation war es, welche jene Barbarei ermöglichte, die den industriellen Massenmord von Millionen von Menschen zur Staatsdoktrin erhob. Zum Verständnis meiner folgenden Ausführungen ist also eine kurze Erläuterung von Begriff und Geschichte des Antisemitismus vonnöten. Eine umfassende historische, politische und psychoanalytische Auseinandersetzung würde den Rahmen dieses Vortrages jedoch sprengen, deswegen machen wir es knackig. In erster Linie orientiere ich mich an den von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno ausformulierten Elementen des Antisemitismus, erschienen in der Dialektik der Aufklärung, da sich dieser anhand der freudischen Methoden der Psychoanalyse mit Wesen und Erscheinung dieser pathischen Projektion beschäftigt, ohne die meiner Ansicht nach Antisemitismus nicht erklärt oder verstanden werden kann. Lange schon vor dem rassisch motivierten Antisemitismus der deutschen Nation war Europa von einem erschütternden religiösen Antijudaismus geprägt, welcher in Deutschland vor allem durch die judenfeindliche Ideologie des Reformators Martin Luther propagiert wurde. Martin Luther fiel auch durch charmante Aussagen auf wie, Zitat, denn die Juden als im Elende sollten ja gewisslich nichts haben und was sie haben, das muss gewisslich unser sein. So arbeiten sie nicht, verdienen uns nichts ab, so schenken und geben es wir ihnen nicht. Dennoch haben sie unser Geld und Gut und sind damit unsere Herren in unserem eigenen Land und ihrem Elende. Also wurde dem Juden an sich eine Unfähigkeit zur schaffenden Arbeit unterstellt und somit legte Luther auch einen Grund für das antisemitische Bild der diametralen Gegensätze von deutscher Produktionsfehler, also den guten schaffenden Deutschen, und jüdischer Zirkulationsfehler, was halt auch ein integraler Moment der NS-Ideologie darstellt und auch heute noch fest in den Köpfen verankert ist. Martin Luther. Gruselgeschichten von Kindermord, Brunnenvergiftung und dem Bild des Juden als Christusmörder rühren aus dieser Zeit. Durch die Assimilierung der Jüdinnen und Juden im Laufe des 19. Jahrhunderts, als auch durch eine Säkularisierung der Gesellschaft, ließ sich das verhasste Judentum nun nicht mehr an der nach außen getragenen und somit deutlich sichtbaren Religion, welche sich dann beispielsweise im Tragen von Schläfenlocken oder einer Kippa ausdrückte, erkennen, sondern musste diskursiv in den jüdischen Körper eingeschrieben werden. Judentum wurde von einer Religion, der sich ja dann eigentlich auch immer durch Taufe entsagen ließ, zur unabänderlichen Rasse, die sich an bestimmten körperlichen Merkmalen erkennen ließ. Und welche, wie ich dann auch im Laufe des Vortrags ausführen werde, immer gegensätzlich zum Körper der Arierin oder des Ariers stehen. Durch die Konstitution des deutschen Volkes, als auch der deutschen Nation, welche sich anders als Frankreich oder die USA nicht auf gemeinsame politische Werte als Grundbausteine berufen sollte, sondern vielmehr auf deutsches Blut, wie ich nachher noch genau ausführen werde, war es unabdingbar, sich durch die Ausgrenzung des Nichtzugehörigen zu definieren, der kosmopolitische, entwurzelte, heimatlose Jude. Diese Konstruktion des eigenen und des antagonistischen Fremden zieht sich durch die komplette Idee des deutschen Antisemitismus. Es lässt sich sehr grob einfach sagen, was deutsch ist, kann nicht jüdisch sein und umgekehrt. So wurde im Nationalsozialismus das Jüdische auch mit dem Kapitalismus an sich gleichgesetzt. Der materialistische Jude schaffte und das Vermögen, welches er anderen abgepresst hat, während der Deutsche und eben auch der deutsche Kapitalist, wie es sich dann an der schillernden Darstellung der Familie Krupp zum Beispiel zeigt, für Volk und Nation arbeitet und sich aufgibt. Also dieses klassische, schaffende Kapital denken. Weiterhin würde das Jüdische, da Jüdinnen und Juden von der materiellen Arbeit ausgeschlossen wurden, immer sofort mit der abstrakten Zirkulationsfehler assoziiert. War die Entstehung des Zinses nicht begreifbar, so wurde sie im Körper des Juden greifbar gemacht und man versuchte, dieser abstrakten, unverstandenen und beängstigenden Bedrohung Herr zu werden, indem man dem jüdischen Körper Herr wurde. Der Jude diente auch gleichzeitig immer als Fläche für eine falsche Projektion.
Im Laufe der Entstehung dieser apathischen Projektion werden die inneren Antagonismen ausgelagert und auf einen äußeren Feind projiziert, in diesem Fall Jüdinnen und Juden. Die Freud'sche Psychoanalyse begreift die apathische Projektion als Verlagerung der unterdrückten Regungen des Ichs auf Objekte der Umwelt, um das Ich scheinbar davon lösen zu können. Somit werden innere Konflikte als Auseinandersetzung mit der Umwelt wahrgenommen. Man kann also guten Gewissens von einer Paranoia sprechen, welche im NS zur politischen Doktrin erhoben worden war. In Deutschland existierte der Jude als jahrhundertealtes Feindbild und war geradezu prädestiniert als Projektionsfläche für alles Böse, das die Deutschen an sich selbst nicht wahrhaben wollten. Wie gesagt, Antisemitismus lässt sich nicht kurz zusammenfassen, aber hoffentlich habe ich zumindest eine kurze Einführung in den Begriff geben können, um das Verständnis des kommenden Teils einfacher gestalten zu können. Also Antisemitismus irgendwie so leidlich verstanden, oder? Okay, ich sehe das als ein Ja. So, jetzt geht's zur Geschlechterideologie von Studentenverbindungen. Da sich der Antisemitismus wie ein roter Faden durch die Geschichte der Studentenverbindung zieht, werde ich hier jetzt kurz auf das Frauen- als auch das Männerbild der deutschen Burschenschaften eingehen, welches dann Voraussetzung ist, um das Konzept des sexualisierten Antisemitismus nachvollziehen zu können. Da Deutschland, was den Zugang von Frauen zu Universitäten anbelangt, europaweit das Schlusslicht bildete, Preußen gestattete das Ganze erst 1908, also wir dürfen quasi seit knapp über 100 Jahren an die Universitäten Genossinnen, das muss man sich halt auch erstmal vor Augen führen, war es Frauen unmöglich, Zugang zu dem elitären Männerbund Studentenverbindung zu erhalten. Doch auch als sich die deutschen Universitäten öffneten, sah man keinen Grund, Frauen zu gestatten, Teil dieser verschworenen Gemeinschaft zu werden. Grund dafür war vor allem, dass Frauen, welche im Rahmen der Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft für sich begannen, die Rechte als Bürgerin einzufordern, anhand eines pseudowissenschaftlichen Diskurses eine Unfähigkeit zur Partizipation im öffentlichen Leben zu attestieren. Karen House führt das in ihrem Werk Die Polarisierung der Geschlechtscharaktere genauer aus, um sie weiterhin an die reproduktive Sphäre zu binden. So wurde behauptet, Frauen seien qua Geburt nicht in der Lage, am politischen oder wissenschaftlichen Betrieb zu partizipieren. Dies würde ihren Fähigkeiten zur Mütterlichkeit Abbruch tun und so weiter. Stattdessen sei es die weibliche Aufgabe, den aus dem harten kapitalistischen Alltag heimkehrenden Mann mit einem warmen Essen und der typisch weiblichen empathischen Zuneigung zu umsorgen. Ja. Dies jedoch betrifft nur Frauen aus der bürgerlichen Sphäre, welchen den Schutz und die Bewunderung seitens eines militärisch geschulten Akademikers auch tatsächlich verdient hatten und mit denen selbstverständlich auch erst nach der Ehe sexuell verkehrt werden durfte, um die Ehre der Dame nicht zu beflecken. Ihnen gegenüber verneigte man sich, küsste die Hand, tanzte mit ihnen in der vorgeschriebenen Art und Weise, küsste sie, wenn sie es erlaubten, wow, diese Burschenschaftler haben tatsächlich mehr Standards als Donald Trump, sprach, wenn nötig, ihren Eltern vor. Kurzum, im Verkehr mit ihnen herrschte ein recht festgefügter, stark formalisierter Kanon des Verhaltens. Anders jedoch wurde es mit Mädchen aus dem Proletariat oder Prostituierten gehalten, mit denen durchaus eine sexuelle Beziehung eingegangen werden durfte, die jedoch nicht immer gut geheißen wurde. Der Umgang mit der Prostitution ist, Zitat, so einem Burschenschaftler 1906, Tür heißt er. Der Umgang mit der Prostitution ist ekelhaft, gefährlich und gewissenlos, aber er macht ihm weiteres ehrlos. Demzufolge wurde die Teilnahme von Frauen am öffentlichen agierenden Männerbund abgesprochen, da auch der mit dem Eintritt in den Korps verbundene Einsatz für Stammnation und Vaterland etwas war, was man den Damen natürlich nicht zumuten kann, so als deutscher Ehrenmann und aufgrund der weiblichen Zartheit Frauen auch nicht zumuten konnte. So argumentiert der NS-Pädagoge Peter Bäumler in seinem Werk Männerbund und Wissenschaft, Zitat, unser höchstes Wort hingegen heißt Staat. Der Staat hat die Familie und die Sippe, das Weib als Mutter zur Voraussetzung, aber es ist die Sache und das Werk des Mannes. In dieser, der weiblichen entgegengesetzten Lebensform dagegen heißt es, nicht die Mauern sind es, sondern die Männer, die das Vaterland ausmachen. Ja, super manly, ja.
Auch wenn inzwischen einige Verbindungen Frauen zu ihren aktiven Mitgliedern zählen und auch Damenverbindungen existieren, welche erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet wurden, des 20. Jahrhunderts, pardon, die erste 1899 in Bonn unter dem Namen Club der Namenlosen, so wird damit beispielsweise die Mensur abgesprochen oder auf Kommens wird sich anstatt mit Bier mit Sekt zugeprostet. Und um das seriöse Bild der gesetzten Dame der Öffentlichkeit nicht zu gefährden, wird auch auf den Kneipen männlicher Korporierter, auf die man dann eingeladen wird, nicht mehr als zwei Gläser Sekt getrunken. Darauf ein Schluck Bier. Ich würde jetzt gerne auch so unheimlich rülpsen, aber ich kann das leider nicht. Ansonsten werden Frauen allerhöchstens als Couleur-Damen, also als die Freundinnen von Verbindungsstudenten begriffen und somit als schmückendes Beiwerk, die sich aus den 1990 auf einem Stiftungsfest der Corps Venenia zu Braunschweig gehaltenen Rede zum Lob der Damenwelt erkennen lässt. Zitat: Meine lieben Damen, Sie sind für uns Männer ein Geschenk des Himmels. Ihnen verdanken wir Zufriedenheit und Erfolg im Studium oder in unserem Beruf. Denn wenn wir es auch vielleicht nicht immer zugeben, wir wissen doch alle, wie wohltuend ein ruhiges, ein lustiges oder auch ein aufmunterndes Wort aus Ihrem Munde wirken kann. Ich stelle also fest, die hochverehrten Damen erleichtern unser Leben nicht nur in vielen, vielen Dingen, sondern durch ihre Liebe und Zuneigung und durch ihre Geize versüßen und verschönern sie unser Leben. Zitat Ende. Inzwischen gibt es jedoch zahlreiche feministische Burschenschaften, wie die Hysteria zu Wien, die Gynokratia zu Frankfurt oder die Molestia zu München. Über hier? Oh Gott, you are. Hier bewanden sich Frauen in Schärpen und Mützchen, besaufen sich in der Innenstadt und erklären den Mann an sich unfähig, an demokratischen Prozessen zu partizipieren. Und wenn man bedenkt, dass Männer die Bevölkerungsgruppe waren, die am ehesten die AfD gewählt hat, würde ich ihm auch rückhaltlos zustimmen. So werden Ästhetik und Case von Burschenschaften subversiv unterwandert und karikiert. So, jetzt kommen wir zum Prime Boy, Klaus Thebeleit. Das soldatische Männerbild, das in Burschenschaften vertreten wird, beschreibt der Literaturwissenschaftler Klaus Thebeleit über zwei Bände hinweg in seiner monumentalen Doktorarbeit Männerfantasien. Er analysiert anhand 7 autobiografischer Werke preußischer Soldaten deren Verhältnis zu Frauen als auch zum Männerbund. Die Konklusion seiner Analyse lautet, dass diese Männer allesamt panische Angst vor dem Weiblichen haben, sowohl dem äußeren Weiblichen, also Frauen, als auch den eigenen weiblichen Anteil, dem mit einer geradezu gewalttätigen Abwehr begegnet wird. Liebe zu Frauen und Liebe zum Vaterland sind Gegensätze, schreibt er, und dieser Satz hat damals wie heute Allgemeingültigkeit. Der soldatische Mann, der Ideal der Burschenschaften ist und war, kann aufgrund einer nationalistisch-chauvinistischen Geschlechterideologie Zärtlichkeit, Liebe oder Empathie nicht zulassen, da diese als unmännlich, weibisch und schwul konnotiert sind. Härte, Stärke, Kampfbereitschaft und Kaltschnäuzigkeit sind Ideale, denen es nachzueifern gilt. Die faschistische Ideologie, der man sich nach wie vor bedient, ermöglicht es, die weiblichen Teile an sich selbst abzuspalten, indem sie Frauen entweder romantisiert, also zur Mutter oder zur unschuldigen rein deutschen Frau, irgendwie bei diesem Roman sind das auch immer Krankenschwestern. Und wer von euch unsere Mütter und unsere Väter gesehen hat, kann sich vielleicht daran erinnern, dass diese eine Deutsche natürlich Krankenschwester geworden ist. Und was passiert mit ihr? Sie wird von der Roten Armee vergewaltigt. Was halt ein 1A-Narrativ aus diesem ganzen Faschoroman, die Thebeleit analysiert ist, so. Genau. Oder es Frauen sind wie so grün aufgeladene Projektionsflächen, wie eben die kommunistische, feministische Hure. Genau. Oder Frauen wurden zu wie so grün aufgeladenen Projektionsflächen entmenschlich. Also Frauen mussten entweder beschützt oder verachtet werden. Frauen treten in den von Thebeleit behandelten Werken konsequent als Nicht-Subjekte auf. Männer immer nur als im Namen des Vaterlands handelnde Akteure. Indem sie die von ihnen behandelten Frauen entmenschlichen, entmenschlichen sie das weiblich Konnotierte in sich selbst. Im Männerbund hat man die Bequemlichkeit, sich nicht mit Frauen als Menschen, eben höchstens als die idealisierte Dame oder als Flittchen, das man halt auf einer Party abschleppt, zu beschäftigen. Und deswegen muss man sich ihnen nicht empathisch nähern. Und eigentlich will man das auch gar nicht, denn dies würde implizieren, dass man sich selbst mit den eigenen verdrängten Ängsten bezüglich des Weiblichen auseinandersetzen müsste.
Nach dem Geschlechterforscher Wolf Pohl ist das Abwerten des Weiblichen die Reaktion auf die Kränkung, dass der Mann seit seiner Geburt von einer Frau und seiner Mutter abhängig ist, als auch die Angst vor der als vermeintlich übermächtig wahrgenommenen weiblichen Sexualität, der man im Männerbund jedoch zum Glück entfliehen kann. Da der Mann immer wieder zwischen dem Wunsch nach Autonomie und die Angst und damit das Zurückgeworfensein auf die Abhängigkeit von einer Frau hin und her gewissen wird, muss die Frau durch patriarchale Unterdrückung in die Schranken gewiesen werden, auf dass man sich so der eigenen Übermacht dann doch noch vergewissern und ja keinen Zweifel an der Brüchigkeit der eigenen Identität aufkommen lassen kann. Doch in Wahrheit ist die männliche Identität schon quasi von Geburt an brüchig. Im ödipalen Konflikt wird eine narzisstische Wunde aufgerissen, die aus einem Konflikt zwischen dem eigenen Bedürfnis nach Lustbefriedigung und der diese verweigernde Autorität des Vaters, also des Über-Ichs, entsteht, gegen den sich allerdings auch nur aufgelehnt werden kann, indem man es von sich abspaltet und auf etwas Fremdes projiziert. Die positiven Gefühle wie der Wunsch nach väterlicher Anerkennung geben bleiben bei der Eigengruppe, also dem Männerbund. Zudem müssen die durch die Mutter erfahrenen zärtlichen Kindheitserlebnisse aufgrund internalisierter hegemonialer Männlichkeitserfahrungen abgewertet werden, weil irgendwie Zärtlichkeit erfahren gut finden, ist irgendwie voll gay. Ja, gay. Theoretisch ist der Männerbund nämlich eine zutiefst homophile Angelegenheit. Vage Kameradschaft und Liebe kann, so die männerbündische Ideologie, halt auch nur untereinander gefunden werden. Da diese Vereine jedoch in der Regel auch ausgesprochen homophob sind und die männliche Kameradschaft durch die Verweigerung von Zärtlichkeit und Empathie nun einmal recht kalt und grobschlächtig ist. Also ich meine, guckt euch mal an, wie sich Männer umarmen, die klopfen sich dann immer so auf die Schultern, die um sich halt, und dann haben halt nochmal zu betonen, dass man sich irgendwie wehtun muss. Ja, seriously. Also das homoerotische Begehren muss sich deshalb sadistisch artikulieren. Dies zeigt sich unter anderem in den erniedrigenden Aufnahmeritualen von Füchsen, denen in der Regel eine sexualisierte Komponente innewohnt und die das Ziel hat, die neuen Rekruten zu demütigen und zu degradieren. Das findet aber auch so, dieses ganze homoerotische findet aber auch irgendwie so an, sublimiert sich aber auch irgendwie anders. Burschenschaftler haben so ein Ritual, das heißt der Salamander-Reiben. Ja, mir wurde irgendwie mal von so einem Verbindungsstudenten gesagt, dass das irgendwie passiert, wenn jemand stirbt, und so, das nennt sich Trauersalamander, das ist voll sad. Aber im Ernst, der Salamanderreim, also liegt das an mir, dass ich dann irgendwas mit Penis denke, oder geht euch das auch so? Also ja, wie gesagt, dieses homoerotische muss halt dann irgendwie Ausdruck finden, und ich glaube dann halt so ein Ritual wie den Salamander zu reiben. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, obwohl er es mir erklärt hat, was da genau passiert. Irgendwie sagt jemand Salamander und dann trinkt man. Das ist halt auch noch... Bleiben wir beim Text. Genau, wir kommen zu sexualisiertem Antisemitismus. Finally. Wie bereits in meiner Darstellung der historischen Entwicklung der Studentenfamilie angedeutet, spielt der Körper und vor allem dessen Disziplinierung als Mittlerin einer bestimmten Wertevorstellung eine entscheidende Rolle zur Konstitution einer bestimmten, in diesem Falle preußischen und ethischen Ideologie. So, jetzt werde ich also darlegen, inwiefern das Bild des deutschen Körpers an der Entstehung eines deutschen Antisemitismus teilhatte und anschließend inwieweit diese Vorstellung von Studentenverbindung produziert und reproduziert wurde. Nun lässt sich heute noch sagen, dass eben die Vorstellung, der Diskurs von Normalität in Deutschland von einem hegemonialen Bild geprägt wird und ausgeht, dem weißen, christlichen, heterosexuellen Mann. Alles andere wird als abweichend begriffen und von diesem Idealbild ausgehend das andere konstituiert. Nicht weiß, nicht christlich und nicht männlich. So lässt sich also sagen, dass sowohl das Jüdische als auch das Weibliche das als anderes konstruiert werden und ihm auch nach wie vor solches betrachtet und gerade diese Andersartigkeit als Kampfmittel gegen den 19. Jahrhundert erstarkende jüdische Assimilationsbewegung als auch die Frauenemanzipation verwendet wurde. Da die Andersartigkeit des Jüdischen nach der Assimilation eben nicht mehr in der Religion festgemacht werden konnte, musste sie also, wie anfangs bereits erwähnt, anhand vermeintlicher physiognomischer Merkmale in einen Körper eingeschrieben werden, um den nun nicht mehr anhand religiöser Merkmale identifizierten Eindringling kenntlich zu machen, der Körper galt als Spiegel des moralischen Innenlebens.
Man kennt die antisemitischen Karikaturen. Der jüdische Mann wird als klein, beleibt, krummbeinig, mit wulstigen Lippen und der obligatorischen großen Nase dargestellt, verschlagenen kleinen Augen, gerne von der Kleidung, um das Klischee des reichen Wucherers zu unterstreichen, mit Zigarre im Mund, als Ersatz des beschnittenen und somit kastrierten Genitals. Demgegenüber der Körper des Adias, groß und stattlich, mit entschlossenem Blick und aufrechter Statur. Und naja, ich wurde ja von einigen dieser Agier in den letzten Tagen attackiert. Ich möchte nicht so Look-Shaming oder so betreiben, aber klassische Agierbilder waren sie auf jeden Fall nicht. Der weiblich adische Körper hingegen galt als Symbol und Verkörperung des deutschen Volkes. Dem schönen Körper wohnte laut der Rassenphysiognomie ein schöner Geist inne, während eben der krumme jüdische Körper ein Ausdruck des verkrümmten jüdischen Geistes darstelle. Wow, was ist denn da los? Doch musste dieser Körper und damit auch der Geist permanent gestählt und gepflegt werden durch diszipliniert durchgeführte Leibesertüchtigungen, wie von vor 2-3 Jahren postuliert, und anschließend von Militär, Studentenverbindung bis hin zur Hitlerjugend ausgeführt. Dies lässt sich auch mit der 1808 allgemein eingeführten Militärpflicht erklären, die den deutschen Mann automatisch als deutschen Soldaten sich denken ließ, der permanent seinen Körper in Form halten musste, um in der Lage sein, das Vaterland vor dem Feind sowohl dem Äußeren als auch dem Inneren verteidigen zu können. An dieser Stelle sollte auch erwähnt werden, dass die meisten dieser sportlichen Übungen im Kollektiv vollzogen wurden, um den Geist desselben zu stärken. Ein Gedanke, der sich zum Beispiel auch im Beisein der Gruppe vollzogenen Mensurfechtens der Studentenverbindung ausdrückt. Also halt so dieses massenpsychologische Moment ist halt ein unglaublich wichtiges Ding, wenn es um Deutschland überhaupt geht. Da sich ein Kollektiv jedoch nur über die Ausgrenzung dessen, was ihm nicht Teil ist, definieren kann, so ist auch permanent auf die Reproduktion dessen angewiesen, was das andere zu sein hat. So, nächstes Kapitel, der Jude und das Weib sind ein Leib, stammt aus einem Text von Otto Weininger, Antisemit Anfang des 20. Jahrhunderts, der definierte Jude als Antipode zum arischen Mann. Sowohl den Juden als auch der Frau wurde um Emanzipation kämpfen Gruppen die Unfähigkeit, am politischen Leben teilzuhaben, die anhand körperlicher Merkmale festgestellte geistige Unfähigkeit zum politischen Mitspracherecht attestiert. Diese Entwicklung des sexistischen Geschlechtscharakters, der Entwicklung des religiösen Antijudaismus zum rassistischen Antisemitismus und der beides verknüpften Idee des effeminierten Juden fiel zusammen mit dem Höhepunkt nationalistischer Bestrebungen Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, siehe beispielsweise den Kreischgestrahl. Nachdem das Bild des preußischen Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg einen massiven Bruch erlitten hatte, unter dem dann auch die Burschenschaften zu kratzen hatten, musste massiv an der Wiederherstellung des stolzen männlichen Körpers gearbeitet werden. Der Aufbau des effeminierten Juden eignete sich also ganz fantastisch, um das eigene angebrochene Bild wieder ins rechte Licht zu rücken. Doch, wie Christina Braun in dem von der Gruppe AG Genderkiller sehr lesenswerten herausgegebenen Sammelband Antisemitismus und Geschlecht darlegt, ist dies als wesentliches Merkmal des Antisemitismus wie immer eine Projektion und somit das vermeintliche Abspalten eines sehr unerwünschten Teils des eigenen Ich. Die Konstruktion des anderen ist zugleich die Konstruktion des Selbst. Meiner Ansicht nach konnte nur durch das Überleiten des eigenen Versagens auf den Lauf der Deutschschusslegende für die Niederlage des Ersten Weltkrieges verantwortlichen Juden die Schmach von den deutschen Schultern abgewälzt und das Bild des arischen Kriegers wieder aufgebaut werden. Weil, naja, man selber war nicht ganz schuld, dass man super hart zermalmt wurde, sondern eben der Jude, der überall seine Finger im Spiel hat. Auch wenn die deutschen Juden im Ersten Weltkrieg auf der Seite Deutschlands gekämpft hatten, wurde das Bild des Juden als Antisoldat etabliert. Zu verweichlich, um in den Krieg zu ziehen, hat der Untergang des Deutschen Reiches mitgewirkt. So wurde ihm dann zum Beispiel Schmalbrüstigkeit oder der jüdische Plattfuß zugeschrieben, was hinderlich sei beim militärischen Exerzieren oder den langen Märschen. Die Zuschreibung einer Wehrdienstunfähigkeit war elementarer Bestandteil antisemitischer Bilder der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts.
In einem Staat, in dem Militarismus jedoch als Teil des Mannseins begriffen wurde, war die Unfähigkeit zum Militärdienst gleichsam die Absprache von Männlichkeit. Da man, wie ich ihm bereits dargelegt habe, von dem Körper als Repräsentant der geistigen Verfassung ausging, war diese Unfähigkeit zum Wehrdienst zugleich Merkmal für die angebliche jüdische Feigheit, welche pathologisierend als Folge der schwachen nervlichen Konstitution des Juden verstanden wurde, genauso auch wie der Frau eben gerne ein Mangel an geistiger Befasstheit attestiert wurde, Stichwort Hysterie. Kurz Gedanken zur Psychoanalyse folgen, würde ich gerade den beschnittenen Penis des jüdischen Mannes als Teilursache für die Effeminierung nennen. Ein beschnittener Mann wird als kastriert wahrgenommen, der beschnittene Penis mit der weiblichen Klitoris verglichen und durch die scheinbar omnipräsente jüdische Bedrohung, der man dann anhand konsequenter Reproduktion und die Geschichte zeigt man ja, wie man dieser antisemitischen Bedrohung habhaft werden wollte, schien er jedoch in der Lage, durch Übernahme der deutschen Nation eine symbolische Kastration am deutschen Mann an sich durchzuführen, wie es durch den Dolchstoß in den Rücken des stolzen Kaiserreiches scheinbar getan hatte. Trotz seiner durch die imaginierte Kastration zugeschriebenen Impotenz wurde der Jude auch immer als Vergewaltiger gesehen, der einerseits symbolisch das deutsche Volk, andererseits auch die deutsche Frau vergewaltigt. Wurde der deutschen Frau zugeschrieben, die Trägerin der deutschen Rasse zu sein, so musste sie auch gleichsam wie ihr Volk davor geschützt werden, Opfer der Blutschande zu werden, wie es dann auch in den Nürnberger Rassegesetzen festgelegt wurde. War der Jude als auch die emanzipierte Jüdin sexuell freizügig und genauso wie die Frau an sich nicht in der Lage, die eigene Triebe so richtig unter Kontrolle zu halten, so war der immer disziplinierte deutsche Mann durchaus fähig, seinen Samen aufzusparen, um stramme Soldaten für die Rettung des Vaterlandes zu zeugen, als auch sein germanisches Weib vor den Schmiergriffeln des semitischen Sittenstrolches zu schützen. Demgegenüber wird die jüdische Frau entweder als schöne Verfügerin, also als Jury Fatale oder intellektuelles Flintenweib konstruiert. Und das sieht man auch, Beispiel dafür ist der Kritiker von Martin Walser, wo die Frau des Kritikers immer mit Zigarre dargestellt wird. Also die jüdische Frau ist quasi im Besitz des Phallus, sie ist quasi ein Mann. Und mit ihrem Streben nach Emanzipation und geistiger Erfüllung, als auch der zugeschriebenen Promiskuität als Gegenbild zum schlichten, aufrichtigen, arischen Mädchen gesetzt. Es lässt sich also zusammenfassend sagen, dass die jüdische Sexualität antagonistisch der Deutschen gegenübergestellt wird. Ist der disziplinierte deutsche Mann in der Lage, die eigenen Triebe dem Wohle des Volkes unterzuordnen? Ist die jüdische als auch die schwulesbische, aber das ist ja auch immer irgendwie so das Gleiche in diesem Bild, genauso wie der Gäste des jüdischen Wesens materialistisch und egoistisch, nur auf das eigene Vergnügen bedacht? Jedoch resultiert ihre Abartigkeit, anders als bei der Rassistenzuschreibung von schwarzer Triebhaftigkeit, nicht aus einem Mangel, sondern aus einem zu viel an Zivilisation. Das Geschlechterverhältnis im antisemitischen Diskurs wird nämlich gerade als dekadent, natürlich pervers und modern beschrieben. Also all das, was in Berlin der 1920er Jahre ausgelebt werden konnte, bevor die Faschisten einen kurzen Prozess machten mit Schwulenkneipen, Jazz, Kokain, Dada, Feminismus und dem Tanz auf dem Vulkan der Rezession, den man sich selbst herausgenommen hatte, für sich und ohne Rücksicht auf Verluste zu leben und wer lenkt von der Verpflichtung, seine komplette Existenz für Volk und Vaterland zu opfern. So. Wir kommen zum Schluss. Wenn man den Deutschen heutzutage vorwirft, ihr Denken und Handeln sei antisemitisch, dann wird immer wieder betont, diese Zeiten seien doch längst vorbei. Nein, sind sie nicht. Und auch Studentenverbindungen hätten sich längst gebessert. Es seien nur noch ein paar schwarze Schafe, die sich dann so am rechten Rand aufhalten würden. Meiner Ansicht nach, diese schwarzen Schafe, die halt irgendwie so seit die letzte Veranstaltung des Antifa-Referates gesprengt haben, die diese Veranstaltung seit 2 Wochen bedrohen, diese 100 scheiß Burschis sind ein paar schwarze Schafe. Meiner Ansicht nach ist jedoch alles weit zu kurz gegriffen und verkennt die Problematik dessen, dass der Rassismus, Antisemitismus oder Heterosexismus der deutschen Gesellschaft, der schlicht als Normalität wahrgenommen wird, sich in seiner Struktur kaum verändert hat. Es ist müßig, Beispiele zu nennen, die belegen, dass sich das postfaschistische Gedankengut von Burschenschaften oder Verbindungen nach wie vor beispielsweise manifestiert in der Teilnahme auf Nazi-Demonstrationen, der Einladung von Holocaust-Leugnern auf Podiumsveranstaltungen oder der Doppelmitgliedschaft von Verbindungen als auch AfD oder der identitären Bewegung.
Ich habe letztens einen Gast schon mal einen Blog-Eintrag gelesen, der sich mit den Verknüpfungen von Burschenschaften und identitärer Bewegung in Marburg befasst hat. Es sind nicht nur ein paar schwarze Schafe, es ist ein strukturelles Problem. Es muss sich lediglich einmal betrachtet werden, dass weder der Elite-Gedanke, der durch das Prinzip der alten Herren, welche die Jüngeren sofort unter ihre Fittiche des Unternehmens nehmen, damit auch alles in den richtigen Händen bleibt. Die Tatsache, dass die Aufnahme von Frauen in Verbindung immer noch eine Ausnahmeerscheinung darstellt, also Damenverbindung gibt es in Deutschland lediglich ungefähr 70, die 120 gemischten Verbindungen, die Zahl der männlichen Kooperationen liegt bei fast 1000, davon ungefähr 160 sich am rechten Rand verordneten Burschenschaften. Es geht mir vielmehr darum, noch einmal zu betonen, inwieweit nach wie vor gerade Burschenschaften das vertretene Bild von Männlichkeit ein archetypisch deutsches ist. Selbst wenn behauptet wird, das Ideal des Mannes hätte sich irgendwie ins Metrosexuelle gewandelt, man dürfe sich guten Gewissens trotz Männlichkeit mit Mode auskennen, zur Maniküre gehen oder auch mal sentimental sein. Nach wie vor ist der Verbindungsstil all das, was mit strammer deutscher Männlichkeit assoziiert wird und mit strammer deutscher Männlichkeit assoziiert werden soll. Die Standfestigkeit bei der Mensur, die Disziplin beim Trinken, die nicht durch so etwas Albernes und Infantiles wie spielerische Freude getrübt wird, die tadellosen Manieren beim Umgang mit der Damenwelt, Werte, die bei einer Gesellschaft, die immer mehr einen rechten Backlash befürwortet, wieder en vogue werden. Und gerade der ungefleckte Umgang mit diesem in der antisemitischen Tradition stehenden Bild der Männlichkeit ist meiner Ansicht nach ein Zeichen für das, was Wilhelm Heidmann in seiner Studie Deutsche Zustände über 10 Jahre hinweg analysiert hat. Einen absoluten Mangel an Interesse, jene Tendenzen zu reflektieren, die darin enden, dass Frauen systematisch unterdrückt, Rabbiner auf der Straße verprügelt oder Flüchtlinge durch Chemnitz gehetzt werden. Wird kein Antifa-Reader an den Universitäten mehr veröffentlicht, die Schaukäste der Verbindung nicht zugeklebt, hin und wieder mal ein Kapperl entwendet oder permanent zu den Demonstrationen gegen Burschenschaftenkonvents aufgerufen, würden solche Vorträge wie die meine nicht stattfinden, dann wäre das nichts anderes als eine Kapitulation gegen jeden sexistischen, rassistischen und antisemitischen Normalzustand, der in Deutschland herrscht. Demzufolge umso besser, dass wir nicht aufgegeben haben, dass dieser Vortrag stattgefunden hat und dass wir heute hier sind. Vielen Dank.